Hallihallo und herzlichst willkommen zurück zu Let's Play How to Survive mit dem Chris. Hallo Chris. Mahlzeit. Und ich habe keinen Schimmer mehr von der Steuerung. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, wir sprechen nochmal mit der alten Dame hier. Bring me back my Enzo. That cat means the world to me. I won't even think about your battery until he's returned. Ja, genau. Die wollen wir ausstopfen. Heißt also, wir müssen Material dafür finden. Halt, stopp, ich hab ein Level ab. Das sollte uns nicht aufhalten. So, ich schau mal kurz in der Zeit, wie ich... Ah, hier ist Nahkampf. Nee, das war Sprinten, das ist schon mal falsch. Okay, was ist das? Oh, ich habe einen Fleischköder geworfen. Kann ich den wieder aufsammeln? Ja. Ach, hier unten. Da gibt es irgendeinen Stärketrank, glaube ich. Das ist die Taschenlampe. Ja, behalte ich die erstmal auf dem Slot. Damit ich nichts anderes Nützliches verwurste. So, und wie konnte ich jetzt... Ja, stimmt, ich habe ja so ein monströses Waffenarsenal. Wie war das jetzt? Ja, ja. Du mit deinem ganzen Zeug mit Rechtsklick zu zielen. Mit Rechtsklick? Ja. Ich spiele aber mit Controller. Ach, stimmt, ja. Moment, ich probiere mal den Rechtsklick. Den linken, den rechten Trigger reindrücken vielleicht. Nee, also ich die Grundlage habe ich mir jetzt, glaube ich, wieder angelernt. Es wird vielleicht also nicht völlig scheitern. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Kamera hasse? Das ein oder andere Mal. Ah, guck mal. Goldener Kelch. Den darf ich ja nicht mehr nehmen. Nee, weil... Hatten wir überhaupt noch einen gebraucht? Ich glaube, die Affenquest hat man abgeschlossen, ne? Wow. Wahnsinn. So viel Kampf und wir leben noch. Yay, Pflanzenkenner 6 von 20, oh Gott. Soldatenjacke brauchen wir nie, Helm brauchen wir nie. Brauchen wir alles nicht, ich hab schon geguckt. Hatte doch direkt noch irgendwie Money, aber brauchen wir eigentlich auch nicht. So viel wie wir haben. Also in dem, es soll ein Survival-Game sein und ich verstehe nicht, warum man so viel Money findet. Ganz ehrlich. Apropos, warte mal, wo ging denn das mit dem Menü? Ah, hier ist irgendwas, das ist die Map schon mal. Kann ich hier durchschalten? Ne, kann ich nicht. Hier auch nicht. Mist, wo ging denn das mit dem... Auf E. Ah. Komm mit. Ah, hab's gefunden. Warte, ich will bloß mal schnell irgendwas weghauen. Ach, ich hab noch die Katze. ja, warte, den Helm kann ich wegwerfen. Aber bevor wir hier irgendwie was wegwerfen, müssten wir... uns einen Unterschlupf suchen. Das können wir auch. So ein Negerchen machen. Ja, Erschöpfung ist ziemlich hoch. Komm mit. Chris hat jetzt übrigens ein neues Mikrofon, wie man wahrscheinlich gut hören kann. Also ich höre es zumindest sehr gut. Aber ja, wir müssen halt nochmal schauen, dass wir das mit diesen Echos immer in den Griff kriegen. Ansonsten. Also die Empfindlichkeit kann ich nicht weiter runterstellen, sonst muss ich schreien. Ja, nee, das. Ah, ich denke mal, das kriegen wir auch irgendwie noch gelöst. Das wird auf jeden Fall immer besser. So. Ich muss mal zu einer Schusswaffe wechseln, sonst wird das ja nichts. Ach, hier gab's auch Fred, die Fire fällt mir da gerade ein. Ja. Ich hätte dich nämlich beinahe um den Haufen geballert. Ich köpfe lieber Zombies mit meinem tollen Bumerang. Tu das. Ah. Hey, hör auf, ich muss nachladen. Oh Gott, ich bin ja ziemlich tot. Ich esse einen... Nein. Jetzt habe ich den Fleischköder geworfen. Kann ich das nicht essen? Das ist wahrscheinlich noch roh. Ist ja blöd.
Aber hier gibt es ein Feuerchen. Warte mal, bevor wir... Oh, wir sind ja beide ziemlich am Arsch. Gut, dann lass mich kurz kochen. Dann kann ich uns beide vielleicht wieder etwas Gesundheit verschaffen. Ich gebe dir ein Fleischstück. Wo ist es? Ach, hier. Nein. Das wollte ich nicht. Was denn? Ich habe mich doch schon aufgeheilt. Ach, hast du schon? Also brauche ich dir nichts geben. Nö. Wow, das hat immerhin die Hälfte wieder hergestellt. So, dann werde ich mal freundlich klopfen. Du stehst falsch. Lock den mal raus. Oder die. Ich habe nicht mal gesehen, dass hier noch wer drin ist, weil Kamera und so. Da kommt ein Dickerchen. Da war ein Dickerchen. Ach, die spawnen gleich um die Ecke. Wie praktisch. Danke. Ah, Kollateralschäden. Kollateral ist mein Lieblingsschaden. Sagt jeder Titanenpilot. Ich habe mich übrigens getötet. Ich mach gleich Alt F4. Nein, tu es nicht. Okay, tu es vielleicht doch. Nee, tu es nicht. Nein! Letzter Checkpoint, das war bestimmt bei der Omi, oder? Richtig. Nee, davor. Geil. Cool. Also das passiert ja nicht mal was, wenn wir drauf gehen. Siehst du, das ist ja ein geiles Survival-Spiel. Ohne jeden Anspruch. Ich hätte jetzt gedacht, das Spiel stand im Eimer oder so. Was denn so Permadeath-mäßig? Ja. Also im Prinzip, dass wir einen neuen Spielstand beginnen müssen. Weil halt tot, ne? Nee, das wäre halt doof gewesen. Ich wusste auch, dass das nicht passiert, weil es ist mir schon mal passiert. In Staffel 1 quasi, also bei den ersten Mischmasch-Folgen, haben wir jetzt zu zweit gespielt, sind beide gestorben. Daher wusste ich, dass es da irgendwie... Aber ich muss sagen, das Spiel alleine macht überhaupt keinen Spaß. Nö, macht's auch nicht. Deshalb wollte ich es ja unbedingt als LPT. Also alleine die niemals Let's Play oder so. So cool ist es dann nicht. Allein. Oh oh. Hol deinen Flammenwerfer raus. Ja, natürlich. Mach Gulasch aus dem Dickerchen. Hey, bleib stehen. Genau, verteidige den Eingang. Ich mach alles, was im Haus spawnt, fertig. Das ist total taktisch und so. Ja, so ungewohnt für uns, ne? Das ist so richtig, das ist ja hohe Strategie. Wow, das war ja... Naja. Das war ja leicht. Beim ersten Mal, first try. So. Oh, da gibt's eine Anleitung. Ultrastärke. Den hatten wir aber schon. Nein. Hä? Nicht? Warte mal. Warte nicht. Ich hab das schon gespeichert. Ich will noch den Holzverschlag kaputt schlagen. Ich blick hier echt nicht durch. Ach, hier. Ja, das war letztens ganz cool. Oh, hier gibt's einen Harpunengriff. Harpunengriff? Willst du dir nicht eigentlich mal, abgesehen von deinem Flammenwerfer, eine Kettensäge herstellen? Wie Kettensäge? Naja, eine Motorsäge halt. Hab ich doch. Echt? Naja, klar. Weißt du das nicht, wenn nicht mehr? Hier ist doch Kettensäge. Ah. Komm, du siehst so nah. So, pass auf, da ist er wieder weg. Was nehmen wir denn als... Ja. Dann würde ich sagen, holen wir uns fix was zu trinken.
Unten war, glaube ich, so ein ganz großer Fettklops. Aber doch eigentlich nichts. Die sind doch eigentlich nichts, was respawnt, oder? Wüsste ich nicht. Ich glaube nicht. Das ist sowieso Mini-Bosse, die meistens keinen Anspruch hatten bisher. Ja, weil die ziemlich alleine gestorben sind. Jetzt aber. Ich habe gar keine Flasche mehr dabei. Doch, habe ich, mit einer Limonade. Dann trinke ich die mal. Ja, ich habe einen ganzen Wasserkanister. Ja, du. Ach Mist, jetzt ist die Flasche weg. Warum das? Sehr komisch. Hier, ich habe dir mal einen Molotow-Cocktail gegeben. Danke, ich kann trinken. Oh, warte mal, hier ist irgendein Vieh. Ich glaube, das ist ein Zombie-Hirsch. Warte, ich nehme mal... Ja, hier ist ein Zombie-Hirsch. Gott, der will mich bestimmt wieder. Sag ich doch. Au, nicht mal die Motorsäge konnte ihn bezwingen. Brauner Pilz, kommt der jetzt aus dem Hirsch? Nein, der lag schon vorher da. Ach so, kann sagen. Sind das Magic Mushrooms? Das wäre irgendwie ein bisschen widerlich. So. Ich wollte ja eigentlich mal aus dem Kanister irgendwie so Limonadenkanister machen, aber es geht nicht. Ja, ich glaube, das hattest du mal probiert, das stimmt. Ich weiß nicht, apropos Kanister, da habe ich doch auch gar keinen mehr. Oder übersehe ich den gerade? Ich habe einen mit Wasser. Weil ich bräuchte ja eigentlich einen dann hier für den Sprit quasi. Habe ich jetzt meine andere Waffe abgelegt? Wo ist die denn hin? Ja, das oder noch? Die kann ich nochmal zusammenfügen. Mit was kann ich die zusammenfügen? Ach so, mit der Muni. Ja, stimmt. Ja. Ach, ich habe wieder bloß die falschen Tasten gedrückt. Ich wundere mich schon. War ja irgendwie klar. So. Kenne ich irgendwo, ja. Ja, das war halt bei der letzten Aufnahmesession ganz cool. Da haben wir halt so viele Folgen am Stück gespielt, da konnten solche Probleme nicht auftreten. Richtig. Also zumindest nicht in den späteren Folgen. Da waren wir so drin im Fluss, wir müssen nach oben. Okay. Ich vertraue dir da voll und ganz. So, und jetzt müssen wir Federn finden, um die Katze auszustopfen. Hast du die Katze? Ich habe die Katze. War da oben die gerade ein Emu sogar? Das wäre doch ganz cool gewesen. Naja, die lassen ja normalerweise 2 Federn. Ich glaube 4 brauchen wir. Das habe ich getroffen. Ja. Du holst da einfach in irgendeine Richtung. Aber hatte der Federn fallen lassen? Bei mir nur Frischfleisch. Nur bei mir auch. Ich muss nochmal was essen. Damit ich das Fleisch mitnehmen kann. Oder hast du noch Platz für Frischfleisch? Naja. Dann esse ich was. Oder kann ich das noch kombinieren? Nö. Kann ich überhaupt irgendwas noch kombinieren? Jetzt habe ich Platz. Okay. Oh, da sind Federn. Ach, da sind Federn. Cool. Ja, unter dem Fleisch. Aber vielleicht habe ich noch einen Slot für Federn. Nee, die Federn habe ich jetzt aufgehoben. Ich hau mal Muni weg. Ich bin mal so schändlich, aber ich glaube, die werde ich eh nie alles gebrauchen können. Und zack, habe ich den Slot für Frischfleisch. Ja. So, also du meinst aber, wir brauchen mehr. Ich kann es ja mal... Achso, genau, warte mal, ich gebe dir mal... Kann nichts mehr nehmen. Ja, da lasse ich halt einfach das Frischfleisch fallen und du müsstest mir mal die Federn geben. Vielleicht reicht das ja schon zu. Warte... Frischfleisch, hier liegt's, fallen lassen. Ich bin bereit. Ich habe eine Katze. Sieht aus wie eine echte Katze, macht nur keinen Dreck und Miau. Ja, das sind die Eigenschaften einer Katze, macht Dreck und Miau. Sehr tiefsinnig. Jetzt gibt's Batterien, aber wofür waren die überhaupt? Die mussten wir zurück zu dem anderen Affen bringen, wegen dem... Dings. Oh, you stink!
Smelly Enzo. Bath time for you. Never leave me again, you naughty pussy. You need a good bath. Where on earth have you been? My word, you stink! Poor little Enzo. Wait there for Mummy. She has to thank her friend. Be a good cat. Mwah! Bleh. Volle Batterie. Können wir jetzt volle Power geben? Es speichert. Na, jetzt gucken wir erstmal, ob wir das bei dem Affen noch abgeben müssen. Ja, ich suche gerade die Map. Ja, da wir müssen jetzt ganz hinter. Zu diesem. Ich meine, wie viel goldene Kelche hast denn du? Warum mit den goldenen Kelchen? Die Mission hat man doch eigentlich abgegeben schon. Echt? Ja. Wir hatten 5 gefunden und der hat uns dafür irgendwas gegeben. Oh, guck mal hier oben. Links, ja. Hinter dem Baum. Ich sehe schon. Ein paar Erfahrungspunkte abstauben. Da hast du auch. So, dann mal wieder zurück zu. Wie heißt der Kollege Schnürschuh? Ich weiß nicht, welcher das war in dem Fall. Wahrscheinlich der Kovac. Na, ich würde behaupten, Ramon. Ich weiß es halt nicht mehr, wie gesagt. Also. Was ist denn hier los? Ach, ist das noch von unserem. Das sah da aber letztens nicht so blutig aus. Ich bin tot. Oh. Sehr ungünstig. Hab ich gehört. Warte. Geht gleich los. Eins nach dem anderen. Du musst später sterben. Leben. Hm? Jetzt ist die Kamera auch irgendwie so frei. Naja, frei. Ich weiß ja nicht. Naja, halt immer noch so mehr oder weniger top-down, aber. Wo ist denn die Heilpflanze hin? Die steht doch hier gerade noch. Die kann man natürlich nur von der einen Seite nehmen, weil der Zaun natürlich so unüberwindbar ist. So. Los, komm auf her. Machen wir bei Fuß hier. So, jetzt brauche ich Benzin auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit. Jetzt ist es ziemlich knorke. Oh, hier gibt's Uran. Was gibt's? Uran. Ach so, ich dachte, das war ein. So. Ja, mit dem nächsten Update. Wahrscheinlich, das ist dann das. Nicht das Pyro-Set, sondern das. Tschernobyl. Ja. Oh, die kleinen Scheiße. Das könnte eigentlich auch so eine Kindersendung sein, die kleinen Scheiße. Also jetzt nicht wegen den Kindern, sondern wegen. Einfach so. Naja, egal. Wenn du den Helm wegschießt, kann ich so köpfen. Das ist aber auch immer so eine Glückssache, ob man den gerade den Helm wegschießt oder nicht. Zumindest habe ich dann noch kein System dann erkannt. Es sei denn, halt ich visiere an, aber das, da habe ich ja gerade keine Zeit dazu. So wie meistens. Ah! Mann, Mann, Mann. Oh, hier rollen die Köpfe. Da liegt ein Helm, da liegt ein Kopf, da liegt ein Helm. Muni, 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 Muni. So, gibt es denn vielleicht noch was Schönes zu entdecken? Nope. Was ist denn da drüben? Doch nicht etwa Zombies. Lagerfeuer. Du holst da einfach volle Kanüle rein. Ja, so muss das. Overkill. So, was essen wir denn heute Schönes? was ist das? Hunger plus 20, kann ja nicht schaden. So, Federn. Das. Ah, hier ist ja ein Guide, oder? Nee. Zumindest kann ich nichts einsammeln, weil die scheiß Weste im Weg liegt. Ah, warte. Verstärkter Helm. Ach so, einfacher Helm plus Eisenplatten. Brauchen wir noch eine Eisenplatte? Ach, Moment mal. Eisenplatte?
Hatte ich mal. Habe ich, glaube ich, fallen lassen. Oh, das klingt ja hier nicht schlecht, was hier liegt. Was ist das? Kotflügel aus Carbon. Ah, können wir bestimmt noch gebrauchen als Missionsgegenstand oder so. Ich brauche Frischfleisch. Fallen lassen und jetzt mehr Fleisch.